Wir machen in dieser Folge weiter mit der Isolierung, denn während ich mit den Bodenplatten beschäftigt bin, fängt Marcella schon mal damit an und wir wollen euch das nicht vorenthalten. Wir haben uns dieses Mal wieder für Armaflex entschieden und ich zeige euch in diesem Video, wie wir das Ganze verlegen, worauf man so achten könnte, die kleinen Tipps und Tricks des Alltags beim Camperumbau. Was ich als erstes natürlich wie immer machen muss, ist die Flächen vorbereiten. Und zwar können wir ja nicht einfach so die Isolierung darauf kleben, sondern als allererstes muss alles von Fett befreit werden. Das heißt, ich werde erstmal mit Wasser und Putzmittel putzen und danach nochmal mit Silikonentferner, denn sicher ist sicher. Die Wände, die sehen hier noch richtig wild aus, aber das ist nur ein bisschen Kleber und das, was ich gerade so an Rost entfernt habe. Deswegen kann Marcella hier schon anfangen, während ich hier unten die Bodenplatten weitermache. Aber da ist natürlich noch jede Menge Dreck drauf. Ich nehme jetzt erstmal zum Reinigen das, was wir da haben. Wir haben so einen alten Lappen und einen Allzweckreiniger, das nehme ich erstmal, und natürlich Wasser. Das nehme ich jetzt mal als ersten Reinigungsgang, weil da ist wirklich ganz schön viel dicker Dreck drauf. Den letzten Feinschliff nehmen wir dann nochmal Silikonentferner, damit auch wirklich alles an Fett weg ist. Das war ja hier ein Krankenwagen vorher, die haben mir überall wilde Graffitis drauf gemacht. Wir hatten ja hier auch überall Löcher noch oben im Fahrzeug, die sind jetzt zugeschweißt. Ich habe sie nochmal zusätzlich mit Lack eingestrichen, das sind die Flecken, die man da sieht. Die Fenster hier oben, das lassen wir frei. Da kommt ja auch noch eins rein. Da kommt auch noch ein Fenster rein. Aber erstmal sauber machen. Dieses kleine Stück ist noch nicht mal ganz fertig und das Wasser sieht schon so aus. Marcella hätte gerne diese Platte hier raus. Die brauchen wir auch gar nicht. Die stinkt auch ein bisschen, wie man hört. Und ich flex sie jetzt einfach mal raus, damit wir hier hinter vernünftig auch isolieren können. Für unser orangenes Biest einmal jede Menge Armaflex-Kartons, die im Hintergrund stehen, von der Firma Armacell. Also vielen Dank dafür, dass ihr uns die zur Verfügung gestellt habt, denn Armaflex ist einfach das Beste, was man im Wohnmobil momentan so benutzen kann, um zu dämmen. Das hat sich bewährt, das sieht gut aus am Ende und ist auf jeden Fall eine vernünftige Isolierung. Wir fangen jetzt an, erstmal die Holme hier einmal zu isolieren. Also quasi einmal alle. Wir wollen hier aber kein dickes Armaflex oben drauf haben, sondern wir nehmen jetzt hier einfach dünnes Material. Da wir keine Stehhöhe verlieren wollen, haben wir jetzt hier das 6 mm Armaflex, was wir da einmal jetzt drauf betzen. Entfetten ist einfach wichtig, damit der Kleber, der ja auf der anderen Seite des Armaflex dran ist, vernünftig hält. Und wenn der nämlich nicht richtig hält, bedeutet das, dass er wieder abfällt. Dann haben wir den Taupunkt nicht am Außenblech, sondern am Innenblech und dann bringt das alles gar nichts. Dann haben wir wieder Rost viel im Fahrzeug und deswegen einmal schön entfetten. Jetzt messen wir es einmal aus den Holmen und dann passt das. Wir fangen jetzt mit dem dünnen Armaflex an, 15 cm. Ich versuche es jetzt erstmal mit der Schere. Das Allerbeste ist eigentlich, wenn man das Material einfach mit einem sehr scharfen Messer und einem Schleifstein, den man wieder nachschleifen kann, durchtrennt. Habe ich jetzt aber gerade nicht da. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal das Material so, wie es ist und bringen es auf mit der Schere. Wir haben jetzt hier 2,5 cm, Standard ist aber auch 19 cm. Und das dünne Material, was hier ist, ist einfach richtig gut für die Holme, dass man nicht so viel Stehhöhe verliert und da auch noch seine Holzpaneele oder was man machen will, daran befestigen kann. Deswegen ist das dünne echt gut. Das Coole bei dem Armaflex ist, du hast ja hier auch diese Rillen und man sieht dann am Ende auch, dass man einen geraden Schnitt machen kann. So, jetzt haben wir uns hier angezeichnet bei 15 cm und schneiden es uns mal durch. Wie man gesehen hat, mit der Schere funktioniert es eigentlich relativ schlecht. Man bekommt zwar irgendwie eine gerade Linie hin, aber es schneidet sich sehr behäbig und mit der Zeit wird die Schere auch einfach stumpf. Deswegen Messer ist auf jeden Fall eine bessere Option. Nehmen wir uns das und kleben es fest. Jetzt nehmen wir als nächstes den Cutter, um das damals mal einzuschneiden, gucken, wie das funktioniert. Das sieht auf jeden Fall schon deutlich besser aus. Man sieht eher eine gerade Linie, hier drüben mit der Schere eher ungerade. Grundsätzlich, beide Varianten sind richtig und beides funktioniert auch. Ich bevorzuge definitiv ein ganz klassisches Messer dafür, anstatt eine Schere oder einen Cutter. Und jetzt batzen wir mal das nächste Teil drauf.
haben hier oben ja überall solche Löcher drin in den Holmen. Die haben ja auch einen Grund, warum die da drin sind. Deswegen habe ich die hier mir immer einmal aufgemacht. Und da wird dann nochmal später Rostkonservierung betrieben. Bucklig sitzt sie da unten und isoliert die Holme da, denn das ist auch gar nicht so easy. Wir müssen immer kleine Streifen schneiden und die da reinstecken. Ja. Ja. Ich habe jetzt hier mit dünnem 6 mm Armaflex schon mal angefangen, diese Holme vorzuisolieren. Dass wir dann hier nochmal kleine Streifen und dann hier die großen Stücke. Hier haben wir jetzt schon mal vorgelegt, da ist schon mal ein großes mit 2,5 cm Isolierung drin. Hier 1,9 glaube ich. Und dann kommt hier auch nochmal ein Streifen drauf. Hier oben bei den Holmen kommen wir auch voran. Das ist das ganz dünne, das ist 0,6 mm Armaflex, was wir hier verbauen. Und das ist dann hier einfach in zwei Streifen geschnitten, dass es drauf passt. Hier der Holm fehlt noch, denn da habe ich noch kleine Roststellen gefunden. Die habe ich gestern Abend nochmal gestrichen, ist jetzt getrocknet, jetzt können wir auch darüber gehen. Und ich habe mit Luftdruck hier oben in den Bereichen auch nochmal alles rausgedrückt. Da war ja auch jede Menge Dreck drin. Ne? Jetzt passt schon. Sieht auf jeden Fall noch wild aus, aber jetzt wird bald alles schwarz und dann kommt ja auch schon die Verkleidung bald rein. Wir haben hier natürlich noch mega komplizierte Stellen, wo wir isolieren sollten. Zwar hinter dem Holm, damit wir den Taupunkt nach außen verlegen. Hier kommst du aber mit dem Isolierzeug echt richtig, richtig schwer hinter. Und ich habe mir da einen kleinen Trick überlegt. Wir haben jetzt hier so ein Isolierungsstück, was dahinter soll. Und dadurch, dass es ja hier so geklebt ist, kann man die Isolierung einfach nicht abziehen, wenn das so auf Stoß hinten drauf liegt. Und deswegen baue ich mir das jetzt einfach um. Ich habe jetzt ein Stück Folie genommen, was schon mal verklebt war. Habe hier das wieder draufgeklebt. Legt es hier einmal um und steckt es so rein, dass es von hinten lang abziehen kann. Wow! Man sieht hier jetzt, dass hinter dem Holm, obwohl das total schwierig ist, das Stück komplett durchgezogen wurde und das mit Pauls Trick. Hier hinten wollen wir auch nochmal isolieren. Das macht ja natürlich keinen Sinn, wenn wir hier vorne alles isolieren und hier hinter da wieder nichts ist, weil dann entsteht ja hier das Kondenswasser, was wir nicht wollen. Also machen wir das gleiche nochmal. Ist auf jeden Fall alles hier Stückelei ohne Ende. So, sieht doch super aus. Ja, wir müssen aber immer so stückeln hier. Ist halt so. Ich isoliere hier hinten jetzt noch die Türen, das vergisst man ja leicht, aber das ist auf jeden Fall auch laut und natürlich kommt da auch Kälte und oder Wärme im Sommer rein. Aber bevor ich das halt mache, werde ich hier alle Kanten noch einmal mit meinem allseits bekannten Flutfilm Gel einstreichen, denn da soll es ja nicht aufrosten. Das würde ich jetzt im Wohnmobil selber nicht machen oder haben wir nicht gemacht, denn das Flutfilm Gel, das läuft natürlich in oder verbreitet sich dann in allen Ecken und geht dann auch hinter die Isolierung. Aber das wäre jetzt hier hinten an den Türen nicht so krass schlimm. Die sind sowieso mega der Schwachpunkt bei so einen Fahrzeugen hier. Und deswegen isolieren wir das jetzt hier einmal dann quasi so, dass es passt. Da geht es auch eher so ein bisschen um die Geräuschdämmung hinten, denn hier kommt's, hier zieht es sowieso rein in das Fahrzeug. Grundsätzlich arbeiten wir eigentlich mit drei Materialstärken. 2,5 cm, 0,6 cm und das ganz dünne Armaflex Tape. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn man nur das dicke Armaflex nimmt, sagen wir jetzt in unserem Fall 2,5 cm, die meisten nehmen ja 1,9. Das Zeug hier, das kommt natürlich einfach nicht in jede Ecke und deswegen zeige ich euch ganz kurz, was wir hier getan haben. Die flächigen Stellen hier oben zwischen den Holmen haben wir mit dem ganz dicken Material einmal belegt, das war ja relativ easy. Und dann hier auf den Holm das dünne, also das 0,6 cm.
Wir haben ja hier noch so ganz dünne Streifen gehabt, also quasi das dicke Material da rein und dann die dünnen Streifen mit dem Armaflex Tape einfach mal verbunden. Wenn man mal eine große Fläche nicht reinsetzen konnte komplett, was oft Sinn macht, habe ich die immer noch mal mit dem Armaflex Tape dann quasi verbunden, dass denn diese Verbindungsstücke, dass sich da dann der Kleber nicht löst oder irgendwas, so kriegt man eigentlich ein relativ sauberes Ergebnis hin. Ich nehme jetzt hier nochmal das Armaflex Tape und verbinde dann nochmal die anderen Teilstücke mit. Wichtig ist in so einem Fahrzeug, dass man seine ganzen Metallflächen mit dem Armaflex einmal entdröhnt natürlich und auf der anderen Seite den Taupunkt auch nach außen versetzt. Das heißt, im Fahrzeug ist es warm, draußen aus dem Fahrzeug ist es kalt meinetwegen und dann entsteht natürlich Kondenswasser, also im Fahrzeug, wo man drin wohnt, ob es jetzt für einen Urlaub ist oder Vollzeit, da entsteht einfach viel Feuchtigkeit und es entsteht Kondenswasser und das Kondenswasser läuft dann natürlich an den Seiten hier so hin, tropft vielleicht meinetwegen auch runter und läuft hier rein und gammelt natürlich. Also es ist auf jeden Fall auch eine Art Rostprävention, was man mit dem Armaflex halt machen kann und natürlich es dämmt ungemein das Fahrzeug und deswegen haben wir hier bei diesem Fahrzeug auch 2,5 cm Armaflex genommen. Ich verlinke es auf jeden Fall nochmal unten für euch. In den anderen Fahrzeugen vorher hatten wir nur 1,9, aber dadurch, dass wir jetzt hier mal so was richtig Vollwertiges bauen wollen, haben wir uns für das teurere Material entschieden und ich werde sogar noch mit den Resten, die wir haben, hier habe ich schon einmal angefangen. Ich habe hier quasi nochmal eine Lage über das 2,5er drüber gelegt nach außen, weil da sowieso die Wände sind. Das heißt, dass wir hier zum Teil bis zu 5 cm Isolierung drin haben. Und es hilft natürlich extremst dagegen, wenn es draußen halt kalt ist und hier drinnen halt warm bleiben soll. Und jetzt nochmal zur Wiederholung, ist auf jeden Fall ultra wichtig, dass man diesen Taupunkt durch das Armaflex im Fahrzeug einfach nach außen verlegt, damit das Kondenswasser, was entsteht, einfach draußen bleibt und außen am Fahrzeug abperrt. Das heißt, man sieht es ganz gut, wenn jetzt, sagen wir, 0 Grad draußen sind und im Fahrzeug irgendwie, sagen wir, 15 bis 20 Grad sind, dann kann man sehen bei dem Armaflex, dass außen an dem Fahrzeug einfach ganz viel Wasser runterperlt. Würde man den Taupunkt durch das Armaflex nicht nach außen versetzen, das heißt, wir hätten diese Kältebrücke zwischen warm und kalt am Fahrzeug, dann würde der Taupunkt innen liegen und innen würde das Schwitzwasser runterlaufen. Das kann man dann natürlich so ein paar Jahre machen, aber irgendwann gammelt einem dann halt volle Kanne die Karre weg. Deswegen ist hier sehr wichtig, dass man einfach vollwertig isoliert, aber man sollte sich jetzt auch nichts vormachen. So ein Kastenwagen hat einfach unglaublich viele Rundungen und Ecken und dementsprechend wird es auch nichts, dieses Fahrzeug so ganz 100% zu dämmen. Sowas bekommt man nur in einem Expeditionsmobil hin mit, jetzt sagen wir mal, einem Kasten hinten drauf, der einfach aus GFK besteht. Das ist dann einfach alles vollflächig verklebt. Da kann man schon sehr, sehr gut isolieren. Da kann man so gut isolieren da drin, dass dann einfach gar keine Luftzirkulation mehr stattfindet, wenn alle Türen und Fenster zu sind und man da fast drin ersticken könnte. Aber sowas kann hier in einem Kastenwagen, wie wir es bauen, auf jeden Fall gar nicht passieren. Und da muss man sich im Klaren sein, dass man einfach nicht zu 100% alles isolieren kann. Man kann das nur so gut wie möglich machen. Und dafür ist halt einfach Armaflex so die beste Wahl momentan. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. So, ich stehe jetzt hier in der Dunkelkammer. Hier ist das Licht schon in der Kamera an. Das ist auf jeden Fall das Schwarz absorbiert ohne Ende. Und zwar habe ich jetzt das ganze Fahrzeug nochmal mit 2,5 cm Armaflex nochmal drüber gebappt. Das heißt, dass ich jetzt hier insgesamt in diesem Fahrzeug 5 cm Isolierung habe. Das ist auf jeden Fall schon relativ viel. Das ist auch das Maximum, was hier geht. Also mehr kann ich hier in Isolierung auch gar nicht mehr reinmachen, damit ich dann hier an den Holmen die Decke festmachen kann. Also 5 cm ist schon echt das Maximum. Ich habe es jetzt hier noch mal grob quasi drüber gezogen und hier an den Seiten noch mal freigelassen, denn hier werde ich noch Kabel ziehen und wenn dann hier die Isolierung schon drin ist, komme ich hier nicht mehr in den Kabelkanal ran. Das sollte auf jeden Fall nicht so sein, deswegen ist hier drumherum noch alles frei. Aber sonst ist hier überall 5 cm Armaflex drin, schon recht üppig. Ja, hier vorne kommt noch, das machen wir jetzt im nächsten Video, dass dann da das Fenster reinkommt. Da habe ich dann drumherum natürlich noch nicht isoliert. Ich muss dann sowieso noch mal schauen, dass ich hier höchstwahrscheinlich noch mal so einen Holm wieder einschweiße, damit wir dann hier keine Bewegung in dem Fenster haben. Es geht jetzt schon, aber
sicher ist sicher, dann machen wir den Holm, schweißen wir den da rein und verkleben den hier hinten, dann ist das hier alles wieder richtig fest. Vielen Dank auch nochmal an die Firma Armacell, dass ihr uns dieses Armaflex hier zur Verfügung gestellt habt. 2,5 cm Armaflex dicke kostet ein bisschen Geld, die ganze Sache hier zu isolieren. Dafür haben wir 8 Kartons a 4 Quadratmeter benutzt. Das ist auf jeden Fall so das, womit ihr, wenn ihr diese Fahrzeuggröße auch habt, ungefähr rechnen müsstet. Ja, das war es jetzt schon mit diesem Video. Es gibt ja einige Isolierungsvideos im Internet, aber ich hoffe, ihr konntet euch noch ein paar coole Tipps hier in diesem Video mit rausziehen. Wem das Video gefallen hat, der liked es gerne unten und lässt ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr noch mehr Tipps habt, die man fürs Isolieren irgendwie gut benutzen kann, dann schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Das hilft dann auch auf jeden Fall anderen Leuten, die auch noch dieses Thema Isolierung vor sich haben und sich hier gerade informieren. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder, wenn es dann um dieses Fenster hier geht. Denn warum das ganze Ding noch nicht drin ist, das werde ich euch dann auf jeden Fall dann zeigen. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.